Hallo Rambas, schön, dass ihr wieder da seid. Let's Play World of Tanks heißt das Ganze, was ich euch hier zeigen will. Und zwar mit dem neuen Tiger, der Japaner in dem Fall, gespielt von Rayal89. Und ja, mal schauen, wie er hier zurechtkommt. Es ist ein reines Sechsergefecht und da hat er Glück, weil da ist der Panzer gut. Das kann man ganz klar auch so sagen. Mit 7er oder gar 8er, da hat er richtig Probleme, hat er einfach mit den 132 Durchschlag, beziehungsweise selbst mit Premium hat er 171 nicht wirklich viel Schnitte. Das muss man leider so sagen, wie es ist. Also er ist für Panzer, die höherstufig sind als er, riesig problematisch. Für gleichwertige Panzer wie jetzt hier, da geht er gut ab. Ob ihr den euch kauft oder nicht, das überlasse ich natürlich jedem selbst. Aber hier in dem Fall kann ich euch zumindest mal verraten, das ist einer der Premium-Panzer, die ich bisher mir selber noch nicht gekauft habe. Liegt aber auch daran, dass ich einfach warte, bis der im Game Shop ist und den ich unbedingt brauche, dass ich mir den schon im Premium-Laden geholt habe. Ja. Jetzt fährt er klassischerweise hier in die Schlucht, wo der AMX schon steht. Schiebt hier die Matilda freundlicherweise an, dass die ein bisschen schneller an die Frontlinie kommt. Hat er es gleich geschafft. Nachteil, was er jetzt schon mal haben wird, man sieht hinter ihm weit und breit nichts. Also hinter ihm kann er sich auf nichts verlassen. Er braucht hier den Matilda Black Prince definitiv als Unterstützung, weil alles andere ist in die Mitte gefahren. So. So, jetzt hat die Matilda genug. Jetzt will sie nicht mehr geschoben werden. Das hat sie ganz klar gezeigt. Vielleicht auch eine Frau, die spricht nicht. Sie handelt nur. Wer übrigens so die Erfahrung machen will, wie sich dieser Tiger spielt, ohne dass er ihn kauft, es ist einfach der Stock-Tiger. Also von dementsprechend die Stockkanone und dann fahrt ihn einfach mal. Dann könnt ihr ja sehen, ob der was für euch ist oder nicht. Hier bekommt er jetzt gerade gar keine bis null Action. Gar keine bis null ist im Prinzip das gleiche. Allerdings, ja, weiß ich nicht, wie ich da jetzt sprachlich aus dieser Schlamassel rauskomme. Egal. Deswegen fahrt er jetzt auch, weil er sieht, der AMX macht da unten nichts auf, clevererweise hier hoch. Weil da oben hat er auf jeden Fall Gegner. So, AMX ist schon bei den Artis. Der tobt sich jetzt da aus und vielleicht kriegt er auch noch ein, zwei Hits drauf. Auto-Aim, nee, auch der nicht. Der schafft er leider nicht drauf zu kommen. Nee, auf die Su, da bekommt er nichts. Da, jetzt hat er so ein bisschen Ziel gehabt. Ja, da ist er, aber ganz, ganz, ganz minimal. Er fährt jetzt nochmal weiter hoch. Kriegt hier zu wenig von der Su rein und ja, hat sie jetzt gedacht, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Fahrt jetzt also weiter hoch. 4 zu 5 für den Gegner. Und jetzt müsste er gleich ein bisschen Action bekommen. So, da hat er doch einen Jagdpanzer. Den kann er schön ins Heck schießen. So, den ersten, der sitzt. Bekommt er hier noch mehr? Nee, nicht. So, der AMX capt schon. Steht 4 zu 7. Gar nicht doof, dass er capt, weil wie das ausgeht, sehen wir gleich. Auf jeden Fall der KV-2 schaut Gott sei Dank nicht in seine Richtung. Ganz im Gegenteil, der fährt sogar weg. 4 zu 9, es wird immer dramatischer für das eigene Team. So, jetzt kommt der KV-2. Zack, den ersten. KV-2 guckt nicht. Jetzt dreht er, schafft nichts und macht ihn weg. Er fährt weiter, will den Jagdpanzer holen, fährt also dementsprechend mit Schwung hier runter. Findet den Jagdpanzer aktuell nicht. Hinter ihm wäre aber jetzt die Gegner schon durch, sind auf seinem Cap, T-150 in der Mitte. Da ist jetzt einiges zu holen für ihn noch. Also schaut auch ganz, ganz, ganz schlecht und dramatisch schon fast aus. Er sucht auf jeden Fall den Jagdpanzer. Der Chaffee ist gar nichts zum Captain gefahren. Der holt jetzt wahrscheinlich, sucht erstmal die Arti.
Da ist der T-150, da ist der Jagdpanzer. Der. Nein, knapp daneben ist auch vorbei. Der Kill wäre jetzt so gesehen schon ganz wichtig gewesen. Jetzt die Frage, wo ist er, wo findet er ihn? Jetzt sind sie noch drei Leute. Der Gegner ist noch leicht. Da ist er. Jagdpanzer, zack. Weg ist er mit Auto-Aim. Wie gesagt, ab und an ist es nicht wundern, wenn die Panzer erst später aufgehen. Das ist einfach so ein bisschen Replay-Thema, Replay-Problem. So, T-150, da hat er ihn. So, den hat er. Zack, ersten Hit. Ah, da muss er, sollte er ein bisschen selber vorhalten. Aber jetzt. Sehr schöner Hit. Und der nächste, der müsste ihn wegmachen. Nein, der ging in den Boden rein. Leichte Ungenauigkeit der Kanone. Aber nochmal ein Blind-Hit. Nein, der ist abgeprallt, wie man gesehen hat. So, jetzt aber auf den T14. Auch der ist drüber. Da sieht man, dass in dem Fall das eigene Aimen sinnvoller wäre. So, und da ist jetzt der T14. Den konnte er jetzt abschießen, beziehungsweise unterstützend schießen. T3485 hier offen. Aber es tut sich sau schwer. Das ist einfach, die Penetration ist selbst auf Tier 6 nicht überragend gut. Und das sieht man hier sehr, sehr gut. So, T150 ist ein Problem. Jetzt lädt er auch Premium für den. Beim nächsten wird der T150 weg sein. Ja. Aber ohne Premium ist es der Panzer vom Durchschlag her sehr minimalistisch. Wieder Auto-Aim. Und da sieht man, er hat, glaube ich, auch die Auto-Aim-Mod. Dass er muss teilweise immer das Auto-Aim deaktivieren, um dass er dann manuell ziehen kann. Heißt also, so gut ist das Teil gar nicht, wenn man da mal Probleme hat. KV-1 von hinten abgeprallt mit der Standardmunition. Jetzt konnten sie die Cappen. Haben das Glück, dass der Gegner hier so stur auf den Cap zielt. Dass er hier wirklich. Da jetzt der Kante setzen. Und jetzt, wo er ein bisschen selber zielt, klappt es besser. KV1 von vorne wird aber wieder problematisch. Eher auf den Helm zielen. Weil er schaut da schön weg. Bisschen höher. Ja, genau. Ja, dann macht den weg. Genauso ist es richtig gewesen. Su, er ist gar nicht offen. Er hat ja einen guten Spot. Und den konnte er killen. Schafft wir da vorne auch noch. Der ist ein One-Shot. Der hat nicht viel Panzerung. Oh, Mathilda hat no Ammo. Jetzt muss er das auch noch, er muss jetzt alle drei Gegner wirklich noch ausschalten. Und gerade der Churchill, der hat auch noch ordentlich Panzerung. Aber jetzt erstmal der Hetzer. So, Hetzer bleibt stehen, aber auch da hat er Probleme. Man sieht halt einfach, warum ich den Panzer als nicht so gut erachte. Weil selbst wenn ein vierer Hetzer die Hits abprallt, naja. Spricht jetzt nicht für die Kanone, aber jetzt konnte er den ersten setzen. Jetzt fährt er weiter. Die Frage ist, was macht der Hetzer? 6 Kills hat er schon mal, also der Krieger ist schon mal durch. Ich finde dieses Replay gerade sensationell, weil es einfach die sowohl Stärken als auch die Schwächen vom Panzer zeigt. Weil auch unten sieht man, er hat schon ein paar Abpraller generieren können. Jetzt steht er perfekt hinter der Leiche, der Chaffee. Kommt also jetzt nicht dran. Jetzt kriegt er den Hit vom Churchill. So, jetzt der Churchill. Den Hit da. Jetzt muss er aber, jetzt muss er auf den Chaffee fahren. Weil er einfach decappen muss. So, der Chaffee. Wie gesagt, er hat jetzt hier das Riesenproblem, dass. Oh, jetzt wird's eng, jetzt wird's sau eng, es wird sau eng. Boah! Das war knapp. Motor ist im Arsch, aber egal. Jetzt kann der Churchill ihm auch noch reinhalten. Jetzt muss er versuchen, den Churchill wegzumachen. So, nochmal ein Hit. Jetzt ist er fast ein One-Shot für den Churchill. Jetzt steht er Gott sei Dank besser, aber jetzt hat er natürlich
Es ist, jetzt hat er zwar den Schutz, aber es ist sau schwierig, sau knapp, sau eng. Jetzt hat er abgeprallt, vielleicht einen schnellen Auto-Aim und der klappt perfekt. 8 Kills und jetzt lebt nur noch der Hetzer. Mathilda sollte wenigstens zum Spotten fahren, irgendwas machen. Dass der Motor kaputt ist, ist natürlich alles andere als toll gerade. Jetzt ist die Frage, wer macht das Spiel? Der Hetzer oder der Tiger? Von der Tierstufe ganz klar der Tiger. Aber wir haben gesehen, auch er hat seine Probleme. Engine broken, schreibt er. Ich würde auch da jetzt gar nicht so stur nach oben fahren wollen an seiner Stelle. Aber gut, er spielt, nicht wir. Der Hetzer kümmert sich jetzt seines Zeichens um die Mathilda. Ja, mit einem kaputten Motor, da dauert der Weg natürlich dementsprechend. Er ist wirklich mitfiebernd, aber wenn er da jetzt hochkommt, ich glaube, der Hetzer wird gar nicht großartig mit ihm rechnen und solange die Mathilda da noch steht, wird sich wahrscheinlich der Hetzer hoffentlich eher auf die Mathilda konzentrieren. In der Zeit können wir uns aber auch nochmal den Panzer in Ruhe anschauen. Weil, wie gesagt, Mathilda killt den so oder so nicht. Ist eine schöne Optik, also panzermäßig natürlich, typisch Tiger. Schaut gut aus. Und jetzt habe ich mich mittlerweile auch aufklären lassen. Die haben eine Blaupause eigentlich bekommen sollen von dem Panzer. Und dadurch gibt es den Japano-Tiger. So ist es dazu gekommen überhaupt. Nicht, dass man irgendwo sich wundert. Ich glaube, ich habe mal in einem Video gesagt, dass es. Ich habe da mal Unsinn geredet. Aber hier in dem Fall. Jetzt war das die Wahrheit. So, da ist der Hetzer. Und dann sollte er ihn auch hoffentlich gleich machen. Feuererlaubnis erteilt. So, da hat er ihn. Und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's Replay gefallen. Und ihr wisst ja, ein Abo ist auch immer gern genommen. Deswegen lasst mir eins da, wenn es euch gefällt. Ansonsten sage ich schon mal schönen Tag. Auch viel Spaß. Euer Alcaramba.